das Wechseln der Bänder funktioniert so, die Maschine einmal auf die Seite, dann hier direkt an das Band heran, das alte Band heruntergezogen. In den Bändern jeweils befindet sich die Laufrichtung, das ist ein Pfeil, und die Körnung. Ja, jeweils eine Zahl, hier zum Beispiel 16, für den gröbsten Schleifgang. Wenn die Maschine so liegt, dreht sie sich im Uhrzeigersinn und dementsprechend genauso auch die Laufrichtung des Bandes, also der Pfeil nach vorne. Und einfach einmal drauf geschoben. Mehr braucht man nicht zu machen, der Rest erledigt sich alleine durch das Aufrichten der Lamellen.